Winterreifen sind aufzulegen beim heutigen Spiel. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Es schneit, aber gespielt wird trotzdem. Ja, aber diese Platzverhältnisse, Wolf, die stellen mal eine echte Herausforderung dar. Aber für beide gleich. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen Hannover 96. Zwei enorm talentierte Spieler, die wir hier auf beiden Seiten erleben. Und es sind beides Leute, Wolf, die hier in diesem Spiel entscheidend sein können. Die können den Unterschied ausmachen. Wir wissen, dass Sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf Ihren Gegner heute wieder. Glaube ich schon. Das können Sie einfach am besten. Und da hat es jeder Gegner schwer, überhaupt reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. Und so gehen es die Hannoveraner an. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Und der Ball rollt. Der BVB eröffnet die Partie. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt sind sie am Ball. Wallace. Reus. Steilpass kommt von Reus. Jetzt vielleicht. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung, Muschi. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. Hier nochmal dieser Treffer. Die Borussia also jetzt vorne. Schwegler. Wallace. Bobby Wood. Hinten stehen sie kompakt. Das könnte die Gelegenheit geben. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Götze. Jadon Sancho. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Götze. Reus. Steilpass kommt von Reus. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen. Aber gut gemacht. Kein Foul. Super gemacht mit der Hacke. Mario Götze. Das war knapp. So, Buschi, was sagst du zu dem Wetter? Bist du gut genug angezogen? Optimale Bedingungen sehen anders aus. Ja, aber der Schnee könnte dem Spiel ja auch eine ganz andere, interessante Note verleihen. Zumindest solange es nicht so schlimm wird, dass der Platz überhaupt nicht mehr bespielbar ist. Götze. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Sie holen sich den Ball. Marco Reus. Jetzt müssen Sie aufpassen.
Marco Reus. Muss Einwurf geben. Götze am Ball. Mario Götze, er schießt. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Götze. Jadon Sancho. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Weg ist der Ball. Und jetzt Reus. Jadon Sancho. Piszczek. Götze. Lukas Piszczek. Gute Aktion. Gut geklärt. Mario Götze. Marco Reus. Witze! Und den Ball hält der Torhüter fest. Bobby Wood. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Ja, gibt Ecke. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Toller Spannschuss aus guter Position, leider knapp vorbei. Ecke kommt rein. Füllkrug. Und jetzt gibt's eine Ecke. Jetzt der Eckball. Nein, schwacher Ball. Und jetzt ist der Ball geklärt. Gute Parade. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Sie kommen jetzt über außen. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Ja, schwacher Ball hier. Ah, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Schönes Ding mit dem Kopf. Das sehen wir hier nochmal. Da kommt er gut hinter den Ball und kann ihm genug Tempo mitgeben. Sehr gut gemacht. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Jadon Sancho. Und Götze. Seine Beidfüßigkeit und die enorme Variabilität sind mit die größten Stärken von Götze. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Und jetzt Reus. Witze. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Und jetzt der Schuss. Beide gefährlich. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Piszczek. Jetzt Reus! Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Kurz vor der Pause der BVB hier tatsächlich noch mit dem Tor.
Und für den Gegner war das natürlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt. Das verändert die Ausgangslage für die zweite Hälfte natürlich völlig. Jetzt liegt die Dortmunder Borussia vorne. Schwegler. Bebu. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Scheint so, dass die Dortmunder wechseln wollen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Bebu. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Dortmund über außen. Der Boden ist rutschig und er versucht die Grätsche. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Was meinst du bislang über die Leistung von Marco Reus? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Genki Haraguchi. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Und Reus. Marco Reus ist so ein überragender Fußballer. Leider hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ja, das ist eine relativ lange Krankenakte. Und ach, was war das bitter, diese Verletzung vor der WM 2014. Reus. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Witzel. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Super dazwischen gegangen. Er spielt den Pass auf den Flügel. Marco Reus! Da gewinnt er den Zweikampf. Paco Alcácer! Schwegler. Füllkrug. Haraguchi. Das könnte gefährlich werden. Jetzt kann er die Flanke bringen. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Toller Pass. Jetzt vielleicht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Aus dieser Entfernung musst du einfach ein Tor erzielen. Stimmt, aber wir haben ja schon alles erlebt, dass Spieler selbst aus solcher Distanz das Tor noch verfehlt haben. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Mhm. 3:1 heißt es also jetzt. Schwegler.